Buch 7 Kapitel 5 Episode 7. Ein Tätigkeitsbericht beim Tee. Beim Abendessen unterhielten Serge, Pierrot, Reinhard, Elise und ich uns und genossen das köstliche Essen und die Getränke. Ich hatte im letzten Jahr viel getan, und die Leute waren alle sehr beschäftigt, so dass uns der Gesprächsstoff nie ausging. Nach dem Essen tranken wir gemeinsam Tee und setzten das Gespräch fort. Ich wusste von dem wasserfesten Stoff, aber du warst auch an den anderen Sachen beteiligt, fragte Reinhard. Ryoma hatte auch die Idee mit den Spieldosen, fragte Elise. Ja, und die Morgang Trading Company ist dank ihm noch bekannter geworden, sagte Serge. Pierrot, ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder? Sie meinen, mit dem Gerstentee. Er hat als neues Luxusgut an Popularität gewonnen. Eigentlich wollte ich den Verkauf erst im nächsten Jahr ausweiten, aber als Testprodukt hat er sich gut verkauft. Ich bin dankbar, dass Ryoma mir gesagt hat, wo ich die Zutaten und alles andere bekommen kann. Es freut mich zu hören, dass es gut läuft. Die Zutaten stammen glücklicherweise aus der Heimatstadt einiger meiner Mitarbeiter. Ich bin froh, dass du etwas von diesem Glück mit mir geteilt hast. Glück ist nichts, was man durch harte Arbeit erreichen kann. Ich hatte nicht oft Pech in dieser Welt, und wenn doch, dann war es nur ein kleines Unglück. Ich wurde von vielen Göttern gesegnet und traf mich häufig mit ihnen, so dass ich mich schon allein deshalb als wahnsinnig glücklich betrachten konnte. Wenn ich eine Glücksfähigkeit hätte, wie in einem Videospiel, wäre sie wahrscheinlich maximal. Ich habe gehört, dass Weizen aufgrund seiner Lage zu kämpfen hat, aber vielleicht könnte es dank ihres Unternehmens in Zukunft florieren, sagte Reinhard. Wenn das Dorf dafür offen ist, würde ich mich freuen, wenn die Saishnyi Trading Company weiterhin ihre Ernten aufkaufen würde. Was die Produktion von Gerstentee angeht. So denke ich daran. Bis zum nächsten Jahr alle notwendigen Arbeitskräfte, Werkzeuge und Einrichtungen zu liefern. Das Dorf wird also mehr Getreide anbauen, einen Teil für die Herstellung von Gerstentee verwenden und diesen über die Saishnyi Trading Company verkaufen. Ich hoffe, das geht gut. Ich werde alles tun, was ich kann, um Sie zu unterstützen. Das ist sehr beruhigend zu hören, Eure Exzellenz. Während des gesamten Gesprächs fühlte ich mich gelegentlich unbehaglich. Ich konnte nicht ahnen, wie viele Verwicklungen sich hinter ihren Worten verbargen. Als ich an der Reihe war, zu sprechen, gab ich nur einen ganz gewöhnlichen Überblick über die jüngsten Ereignisse. Dazu gehörten der Zustand der verlassenen Mine und die jüngsten Neuigkeiten über meine Schleimlinge. Ich habe kürzlich Verträge mit einem Unkrautschleim und einem Steinschleim abgeschlossen. Das sind Schleime, die sich als Unkraut und Steine tarnen können, und ich habe sie sich vermehren lassen. Ihre Nahrung ist leicht zu beschaffen, und sie vermehren sich schnell, aber man kann sie nicht von ihrer Nahrung unterscheiden, wenn man sie nicht schon kennt. Sie scheinen die örtlichen Unkräuter und Steine zu kopieren, die sie aufnehmen, um sich in die Landschaft einzufügen, und ich habe darüber nachgedacht, ob ich diese Eigenschaft nutzen kann, um die Sicherheit in der Mine zu verbessern. Ich könnte diese beiden Schleime in großer Zahl vermehren und sie überall in der Mine platzieren, um dann mit Hilfe von Zähmungsmagie jeden Eindringling aufzuspüren, der an ihnen vorbeikommt. Leider vermehren sie sich zwar schnell, aber ich habe immer noch nicht genug von ihnen. Im Moment teste ich sie in einigen östlichen Tunneln, wo sich in den letzten Monaten relativ häufig Monster aufgehalten haben. Aber nach den Experimenten, die ich mit meinen Lemurvögeln gemacht habe, sollte ich in der Lage sein, die Anzahl der Eindringlinge und ihre Positionen zu erkennen, solange ich mich in ausreichender Nähe zu meinen Schleimlingen befinde. Ich glaube, sie könnten in Zukunft als perfekte Wächter dienen. Du setzt deine Schleimlinge immer optimal ein, was, sagte Reinhard. Wenn du die Anzahl und den Standort von Eindringlingen kennst, bevor sie dich sehen,
könntest du einige Fallen aufstellen. Das wäre wohl die beste Art, Schleime als Sicherheit einzusetzen. Ich lasse meine Vertrauten den Garten bewachen, und sie greifen jede verdächtige Person an, sobald sie sie sehen. Es ist interessant, wie unterschiedlich Vertraute sein können, sagte Elise mit einem Lächeln. Elises Vertraute waren allesamt Wolfsmonster, und der, den sie mir zuvor gezeigt hatte, war zwar gutmütig genug, aber auch so groß, dass sie darauf sitzen konnte. Wer in ihr Anwesen eindringt, ist selbst schuld, denke ich. Dennoch konnte ich mir das Blutbad nur vorstellen, das stattfand, wenn sie entdeckt wurden. Nicht, dass ich das unbedingt sehen wollte, aber ich wollte jetzt nicht in den Garten spazieren, ohne vorher zu fragen. Wie ist dein Geschäft gelaufen? Fragte Reinhard. Ziemlich gut. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es in letzter Zeit so kalt und nass war, aber es kommen immer mehr Leute zu uns, die sagen, dass sie Probleme haben, ihre Wäsche zu trocknen. Es kommt mir so vor, als würden wir jetzt regelmäßig unseren höchsten Tagesumsatzrekord brechen. Das kann ich mir vorstellen, sagte Elise. Die Bediensteten haben es um diese Jahreszeit auch schwerer. Reinhard und Elise waren so eifrige Zuhörer wie immer, ebenso Serge und Piero. Das verleitete mich dazu, alles bis ins kleinste Detail zu beschreiben. Ich erzählte vom Sommerfest und von meiner Ausbildung in der Abenteurergilde. Ich erzählte auch von der Darstellertruppe, dem neuen Leiter der öffentlichen Ämter, meinen Bekannten in der Gilde und allen anderen, die ich traf. Die vier lächelten herzlich, als sie meinen Erzählungen aufmerksam zuhörten. Als ich jedoch mein Interesse an einer Reise zum Meer der Bäume von Syrus erwähnte, verstummten sie. Je mehr ich davon erzählte, desto besorgter schienen sie zu werden. Nachdem ich meine Rettung von Pedro neulich geschildert hatte, sahen sie alle zwiegespalten aus. Ryoma, deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, glaube ich, dass du bereits weißt, was wir dir sagen wollen, sagte Reinhard. Ja, mehr oder weniger. Dann komme ich gleich zur Sache. Ich empfehle nicht, jemals Straftäter einzustellen, auch nicht ehemalige. Ja, manche begehen Verbrechen, weil sie keine Arbeit finden und sich irgendwie ernähren müssen. Ich bezweifle nicht, dass einige von ihnen keine Verbrechen mehr begehen müssten, wenn sie Arbeit hätten. Aber es gibt keinen Grund, dass sie persönlich derjenige sein müssen, der ihnen diese Möglichkeit gibt, und ich bezweifle, dass es ihnen viel nützen würde. Die Welt sieht Schwerverbrecher hart an, ob sie sich nun später ändern oder nicht. Ich bin sicher, du meinst es gut, aber es ist sehr riskant, sagte Elise. Nicht jeder wird verstehen, dass sie mit der Einstellung von Verbrechern dazu beitragen wollen, zukünftige Verbrechen zu verhindern. Du könntest dein Geschäft in Gefahr bringen, wenn es gerade erst anläuft. Ich stimme zu, sagte Serge. Das Risiko ist hoch, und ich wüsste nicht, welche Belohnung sie sich davon versprechen könnten. Im besten Fall wird man sie als Exzentriker ansehen. Schlimmstenfalls wird man sie verdächtigen, etwas zu planen, indem sie all diese Kriminellen anheuern, so gut sie es auch meinen mögen. Leider ist die Gesellschaft so, sagte Piero. Nun, das ist mehr oder weniger das, was ich zu hören erwartet habe. Vor allem, nachdem ich mit Carme darüber gesprochen habe. Du hast schon mit Carme gesprochen, fragte Serge. Er hat viel Wissen und Erfahrung im Geschäftsleben. Und er hört mir immer gerne zu, deshalb hole ich mir oft Hilfe von ihm. Sie sind so fest entschlossen, dass der Einspruch eines vertrauten Untergebenen sie nicht umstimmen konnte. Warum? Fragte mich Piero in einem etwas strengen Ton. Ich hatte die Idee nach der Erfahrung mit den Banditen, aber ehrlich gesagt, bin ich mir da selbst nicht so sicher. Wenn ich einen Grund nennen müsste, könnte man wohl sagen, dass ich es einfach will. Was? P.
Piero schien mich nicht zu verstehen. Auch die anderen drei waren fassungslos und enttäuscht. Jetzt warte mal, Ryoma, sagte Reinhard. Du willst es. Ist das alles? Noch einmal, das wäre ein großes Risiko ohne jede Belohnung. Es ist eine größere Last, als jeder Einzelne tragen kann. Nun, ich sage euch nur, was ich fühle. Sie und Kame sagten alle das Gleiche, und es machte Sinn. Ehemalige Straftäter einzustellen und zu rehabilitieren, würde die Gesellschaft nicht sinnvoll verändern, wenn es nur eine Person täte. Auf der Erde gab es solche Maßnahmen manchmal, aber die wurden von der japanischen Regierung erlassen, und dieses Land hat eine viel größere Bevölkerung und viel mehr Ressourcen als dieses. Wenn ich der Einzige wäre, der diese Idee auf dieser Welt umsetzt, würde das nicht viel ändern. Es wäre wie ein Tropfen auf den heißen Stein, ich hätte viel zu verlieren, wenn ich es versuchte, wie Sie richtig bemerkten. Das war das Vernünftigste, was man denken konnte. Aber ich konnte nicht ändern, was ich fühlte. Erstaunlicherweise fiel es mir schwer, meine eigenen Gefühle zu verstehen, aber wenn ich über mein Leben nachdachte, seit ich in diese Welt gekommen war, erschien mir dies als die natürliche Vorgehensweise. Wie soll ich es ausdrücken? Ihr wisst doch, dass ich im Wald von Ghana gelebt habe, bevor ich in die Stadt kam, oder, fragte ich, sie nickten als Antwort. Mein Leben dort war lang. Langweilig und nicht sehr lustig. Deshalb werde ich es nicht im Detail beschreiben, aber es war ziemlich anstrengend. Die vier, vor allem Reinhard und Elise, runzelten alle die Stirn, als hätten sie etwas Bitteres geschluckt. Aber ich habe im Wald gelebt. Weil ich den Umgang mit den Menschen satt hatte und ich dachte, ich könnte dort frei leben. Ich wollte mich nicht in die menschliche Gesellschaft einfügen, also lebte ich ein autarkes Leben allein. Irgendwann interessierte ich mich für Schleime und erforschte sie. Mit der Zeit wurde ich neugierig auf das, was draußen war. Damals kam die Familie des Herzogs, und ich verließ den Wald. Auch nachdem ich den Wald verlassen hatte, war ich daran interessiert, ein Abenteurer zu werden. Ich wollte allein leben, weit weg von euch, um mich umschulen zu können, und ich eröffnete ein Geschäft, um sicher zu sein, dass ich Geld zum Leben hatte, falls etwas passieren würde. Aber ich stand der Idee, das Geschäft zu erweitern, negativ gegenüber. Die Götter sagten mir, ich solle frei leben, also nahm ich eine lockere Haltung ein und tat, wozu ich Lust hatte. So hatte ich mein Leben gelebt, seit ich in diese Welt gekommen war, das war das Einzige, was ich getrost sagen konnte. Als ich also beschloss, dass ich das tun wollte, überlegte ich, wie ich es tun könnte. Das war's dann auch schon. Oh, aber ich sage nicht, dass ich das um jeden Preis machen werde und mich beeilen muss, es sofort zu verwirklichen. Ich möchte nur sehen, dass sich die Dinge wenigstens ein bisschen verbessern, bevor ich sterbe. Ist das kindisch von mir? Wie kann das kindisch sein? Rief Piero. Vielleicht ist es kindisch zu sagen, dass man einfach tut, was man will, aber es hört sich nicht so an, wenn es von dir kommt, Ryoma, sagte Elise. Für mich hört es sich so an, als würdest du sehr viel über die Zukunft nachdenken, sagte Reinhard. Ich habe fast vergessen, dass du noch 11 bist. Du benimmst dich manchmal viel zu alt, sagte Serge. Zum Glück konnten wir uns wieder auflockern und den Tee genießen. Was auch immer ich vorhabe, ich werde nicht einfach den Kurs meiner Geschäfte abrupt ändern. Und ich möchte alle Pläne im Voraus mit euch besprechen, sagte ich. Sie waren bereit, mir zuzuhören, und es sah so aus, als könnten sie mir helfen, also dachte ich, dass es sich lohnte zu fragen. Aber sie warfen mir die schockiertesten Blicke zu, die ich den ganzen Tag gesehen hatte. Vielleicht hatte ich etwas Seltsames gesagt.